Herzlich willkommen bei Markus & Movies. Heute mit dem Film, der Godzilla seine alte Bedeutung wiedergab. Der Gott der Zerstörung. Godzilla ist wieder in Japan. 1992 wollte Regisseur Shusuke Kaneko unbedingt bei Godzilla vs. Mothra Regie führen. Produzent Shogo Tomiyama ließ ihn aber abblitzen. Kaneko ging daraufhin zur Konkurrenzfirma Daiei und drehte drei Gamera-Filme. Und die kamen so gut an, dass man Kaneko fortan als großen Kaiju-Eiger-Erneuerer feierte. Mitte 2000 sah es für Godzilla nicht mehr ganz so rosig aus. Für Tomiyama Grund genug, den großen Erneuerer doch noch ranzulassen. Er meinte zu Kaneko, er solle sich bitte mal ein paar Gedanken zum nächsten Godzilla-Film machen. Für Kaneko wurde damit ein lebenslanger Traum endlich Wirklichkeit. Von Anfang an arbeitete er mit seinem Gamera-Team zusammen und brach damit auch die alte Toho-Tradition, Firmenfremde möglichst draußen zu lassen. Seine erste Idee sollte Godzilla mit Kamakuras zusammenbringen, wurde aber verworfen, als Kaneko von Megagiras erfuhr. Zwei Filme hintereinander mit Insektenmonster wäre laut Kaneko einfach zu viel gewesen. Kurzzeitig spielte er noch mit einer Science-Fiction-Idee, in der Godzilla gegen einen Außerirdischen antritt, entschied sich dann aber doch für das Fantasy-Genre. In Godzilla ex Varan, Baragon and Anguirus sollte Godzilla als Gott der Zerstörung Japan heimsuchen. Die Monster Varan, Baragon und Anguirus versuchen, das Land zu verteidigen. Tomiyama gefiel die Idee und nach dem Flop von Megagiras bekam Kaneko endgültig grünes Licht. Die Toho-Chefetage ordnete aber an, Baran und Anguirus durch Mothra und King Ghidorah zu ersetzen. Einfach weil die Monster bekannter waren und man sich dadurch mehr Erfolg versprach. Etwas widerwillig stimmte Kaneko zu und präsentierte der Welt am 15. Dezember 2001 Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack. Und weil der Titel so überlang war, kürzte man ihn schnell zu GMK. General Taizo Tachibana unterrichtet gerade eine Gruppe junger Soldaten, als er zu einem Einsatz gerufen wird. Ein US-Atom-U-Boot ist gesunken und am Unfallort entdeckt man eine Riesenkreatur, die Godzilla sein könnte. Das Militär befürchtet, dass das Monster von einst zurückkehrt. Sollte Godzilla auftauchen, kann unsere Armee ihm mit wesentlich größerer Feuerkraft entgegentreten als vor 50 Jahren. Tachibanas Tochter Yuri ist beim Fernsehen und stößt beim Drehen in Niigata auf seltsame Ereignisse. Nicht nur trifft sie einen mysteriösen alten Mann, auch an Orten, die in einer Legende erwähnt werden, passieren Unfälle. Randalierende Jugendliche werden getötet. Ein Augenzeuge meint, dass ein Monster dafür verantwortlich ist. Er hat den Riesen. Ohrmaul und Augen. Yuri sieht einen Zusammenhang und meint, dass die alten Schutztiere Baragon, Mothra und Ghidorah erwachen, um gegen Godzilla zu kämpfen. Der mysteriöse Mann wird als Professor Isayama identifiziert und bestätigt ihren Verdacht. In Motosu taucht schließlich das Monster Baragon auf und im Hafen von Yaizu geht Godzilla an Land. Es kommt zum Kampf, bei dem Baragon unterliegt und auch Yuri fast unter die Trümmer kommt. Die Armee versucht Godzilla vergebens zu stoppen, da erwachen auch die Schutztiere Mothra und Ghidorah. Yuri bittet in einem Bericht darum, dass die Armee die Schutztiere nicht angreift und ihr Vater will tatsächlich mit ihnen zusammenarbeiten. Die Schutztiere helfen uns. In Yokohama versuchen nun Mensch und Monster Godzilla aufzuhalten. Mothra stirbt und überträgt ihre Kraft auf Ghidorah. Der wird dadurch zu King Ghidorah und schafft es auch endlich, Godzilla zu verwunden. Tachibana will das nutzen und einen Torpedo direkt in die Wunde schießen. King Ghidorah wird ebenfalls vernichtet, aber die Essenz der Schutztiere schwächt Godzilla kurzzeitig. Tachibana nutzt die Chance, fährt direkt in Godzillas Maul und schießt die Wunde von innen auf. Als Godzilla daraufhin seinen Hitzestrahl benutzen will, tritt dieser seitlich aus und verletzt ihn selbst. Godzilla explodiert schließlich durch seine eigene Waffe. General Tachibana bringt sich aber rechtzeitig vorher in Sicherheit. Yuri und ihr Vater erweisen den Gefallenen und auch den Schutztieren die Ehre. Allerdings rührt sich noch etwas in der Bucht von Tokio. GMK setzt genau wie die beiden Vorgänger frisch an und basiert erneut nur auf dem Original Godzilla.
Aus heutiger Sicht ist es komisch, warum Toho damals so oft neu angesetzt hat. Aber in diesem Fall ist es auch gut so. GMK baut auf die gleichen Botschaften wie der erste Godzilla und ist damit quasi ein direkter, geistiger Nachfolger. Der Film spielt genau 50 Jahre nach Godzillas erstem Angriff. Es war der Tag vor 50 Jahren. Und die Menschen beginnen ihn zu vergessen. Sogar die Armee macht sich über seine erneute Sichtung lustig. Wir können also nicht ausschließen, dass er uns erneut attackiert. Er hat was gegen uns. Vielleicht mag er kein Sushi. Selbst als er weiter voranschreitet und die Insel Magonote verwüstet, glaubt man nicht so recht an ihn. In der Öffentlichkeit werden bereits Stimmen laut, dass Godzilla gar nicht existiert. Erst viel zu spät erkennt man, dass Godzilla sehr real ist. Shusuke Kaneko lässt dabei eine der ursprünglichen Deutungen des Monsters wieder aufleben. Sein Godzilla ist ein Sinnbild für Krieg und dessen Verwüstungen. In ihm haben sich die Seelen der Kriegsopfer manifestiert. In Godzilla leben unzählige Seelen von Leuten, die im Zweiten Weltkrieg auf so grausame und unvergessliche Art und Weise ihr Leben verloren haben. Das klingt natürlich sehr fantastisch, basiert aber auf der Sichtweise von Komponist Akira Ifukube. Er sah schon 1954 in Godzilla die gesammelte Wut der im Krieg Ermordeten, was ihn auch bei seiner Musikgestaltung beeinflusste. Kaneko griff diese Deutung auf und dass man Godzilla vergessen hat, zeigt, dass man in Wirklichkeit die Kriegsschrecken vergaß. 2001 war nun ja eine ganze Generation groß geworden, die nichts mehr von dem Leid und der Zerstörung der Kriegszeit wissen konnte. Das setzt natürlich das Vergessen ein, aber auch die Relativierung. Seit 1997 setzte sich eine nationalistische Gruppe namens Nippon Kaigi dafür ein, die Friedensverfassung zu ändern und die Armee wieder zu stärken. Sogar der heutige Premierminister Shinzo Abe hat Verbindungen zu ihnen. Abe setzte sogar noch im Gründungsjahr zur Freude der Kaigi durch, dass die japanischen Kriegsverbrechen künftig weniger präsent im Schulunterricht behandelt werden. Dieser Erscheinung wollte Pazifist Kaneko entgegentreten und motiviert seinen Godzilla deswegen durch die Wut der Kriegsopfer. Weil die Menschen alles vergessen haben, sie verdrängen nur zu gern. Sie haben die Schreie und die Verzweiflung der zahllosen Menschen längst vergessen, deren Leben in der Vergangenheit ausgelöscht wurde. Unklar ist, ob es sich hierbei um einen komplett neuen Godzilla handelt oder ob die Seelen den alten wiederbelebt haben. So oder so, Godzilla kommt, um uns zu erinnern, was Krieg bedeutet. Sinnlose Vernichtung. Er wird zu einem Gott der Zerstörung stilisiert und geht entsprechend heftig zu Werke. Wir sehen sogar zum ersten Mal seit langem wieder Zivilisten sterben. Godzilla attackiert sie gezielt mit seinem Hitzestrahl. Er ist hier nicht mehr das tragische Opfer menschlicher Sünden, sondern Werkzeug für deren Bestrafung. Entsprechend ist sein Gesicht meistens von Hass und Abscheu verzerrt. Die Darstellung der Kriegsfolgen wird dann in ähnlichen Bildern erzählt wie im allerersten Film. Yokohama brennt wie damals Tokio und die Krankenhäuser füllen sich mit Verletzten und Verzweifelten. Damit greift Kaneko nicht nur das Original auf, sondern auch wieder direkt die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Entsprechend kommt es beim Angriff der Armee auch immer wieder zu Kollateralschaden. Das Kriegsleiden kennt eben keinen Unterschied zwischen Soldat und Zivilist. Im Grunde verpackt Kaneko hier in sehr viel Action und Krachbumm einen Friedensaufruf. Ähnlich wie Honda damals bei Godzilla ließ auch Kaneko die Realität den Film beeinflussen. Die Zerstörung des Yokohama Towers war von den Anschlägen am 11. September inspiriert. Von Kaneko war das als Gedenken an die Opfer gedacht. Und wo wir gerade beim 11. September sind, wenn man sich ansieht, wie es aktuell auf der Welt zugeht, dann macht das GMK und seinen Aufruf heute vielleicht noch wichtiger als zu seinem Release. Radioaktivität spielt nur eine kleine Rolle. Godzilla strahlt zwar wieder und Tachibana muss am Ende erst dekontaminiert werden. Ich soll noch auf Reststrahlung untersucht werden. Aber abgesehen von einem Atompilz bei Godzillas erstem Hitzestrahleinsatz finden sich keine kritischen Noten. Wobei ja die Bombenabwürfe eine Kriegsfolge waren und der wird ja entsprechend behandelt. Kaneko ist aber auch ein Optimist und meint, dass Krieg, also Godzilla, überwunden werden kann. Hier kommen die Schutztiere ins Spiel. Sowohl Baragon als auch Mothra und Ghidorah wurden für den Film stark abgeschwächt. Sie wurden kleiner und mussten einige ihrer klassischen Fähigkeiten einbüßen. Baragon hat nun keinen Feuerstrahl mehr, Mothra keinen Flügelstaub und Ghidorah ist noch nicht mal voll entwickelt. Wenn nur 2000 Jahre vergangen sind, kann es sein, dass er nicht voll entwickelt ist. Ghidorah soll nur sehr langsam wachsen. Dadurch wird Godzillas Position noch mehr gestärkt.
Es ist ja nichts Leichtes, Krieg zu überwinden. Die Schutztiere sind zudem mit den Elementen verbunden. Baragon ist der Gott der Erde, Mosra des Wassers und Ghidorah der Luft. Sie greifen interessanterweise anfangs genau die jungen Leute an, die in der Realität den Krieg langsam vergessen. Stets strafen sie dabei respektloses Verhalten. Das ist ein Erbe von unseren Vorfahren! Baragon und Mosra töten die Teenies, die die Statuen missbrauchen, die sie repräsentieren. Die Gruppe an Mosras Ikedasee will mit der Statue sogar einen Hund ertränken. Tierschützer können aber aufatmen. Der unschuldige Hund kommt natürlich heil durch. Etwas aus dem Muster fällt der Finder Ghidorahs, der eigentlich keinem anderen schadet. Abgesehen von sich selbst natürlich, er will sich unter Zuhilfenahme der Ghidorah-Statue erhängen. Wobei, vielleicht verärgert genau das den Schutzgott. So eine Schande! Anständige Japaner machen Seppuku! Die Schutztiere sind auch fest mit der japanischen Geschichte verbunden und durch Japans Vorfahren auch erst zu dem geworden, was sie sind. Alte Dynastien hatten diese Tiere getötet und danach als heilige Schutztiere verehrt. So wurden sie in einen 10.000-jährigen Schlaf versetzt. Interessant ist hier, dass auch die Orte, an denen die Monster schlafen, besondere Bedeutung in der japanischen Geschichte haben. Zum Beispiel eben der Ikeda-See. Als Takamori Saigo beim Koreafeldzug eine Niederlage erlitt, bereitete er dort mit Chimpeyeto den Krieg vor. Die Schutztiere sind zudem Wächter des ursprünglichen, natürlichen Japans. Das Land von Yamato, verstehst du? Nicht im Sinne eines Staates. Es umfasst die natürlichen Gegebenheiten wie Berge, Flüsse und Täler. Aus all dem könnte man folgern, dass alte Traditionen helfen können, moderne Gewalt zu überwinden. Aber so leicht ist es dann doch nicht. Alle Schutztiere versagen im Kampf, bereiten jedoch den Einsatz der D-03-Bombe vor, die Tachibana abfeuert. Es greifen also sowohl Tradition als auch Moderne ineinander. Das Ende ist etwas irritierend, weil Ghidorah so plötzlich erledigt wird, aber ich glaube, dass man damit genau diese Symbiose ausdrücken will. Yuri trägt ja lange einen kleinen Stein von Ghidorahs Statue mit sich herum und es wird etabliert, dass Steine Energie und Gedanken speichern können. Die Steine merken sich alles. Wenn man versteht zu hören, können sie uns vieles erzählen. Vielleicht sind die Steine so eine Art antike CD. Ich gebe zu, das ist hier etwas sehr dämlich ausgedrückt, aber es muss ja auch nicht jeder Dialog ein Treffer sein. Am Ende kehrt der Stein zu Ghidorah zurück und ich denke, dass er damit auch alles absorbiert, was Yuri bis dahin erlebt hat. Also auch das Wissen um den Plan von General Tachibana. Er hat mit Yuri ja drüber gesprochen. Vater, was soll das heißen? Wieso musst du das tun? Es wäre lieber gewesen, ein anderer hätte es getan. Vielleicht ist Ghidorahs Tod also ein Opfer, weil er meint, dass Tachibanas Plan die beste Erfolgsaussicht hat. Dafür spricht auch, dass er ja sieht, dass Godzilla seine Strahlen absorbiert und trotzdem weiterfeuert. So als wollte er vernichtet werden, um dann Godzilla als Essenzgeist für Tachibanas Vorhaben hinzustellen. Auffallend auch, dass Tachibana instinktiv weiß, was zu tun ist, als Godzilla geschwächt vor ihm steht. So als würden die Geister der Schutztiere ihn anleiten und damit auch sein Vertrauen in sie erfüllen. Ich hoffe, du lässt mich nicht im Stich, Schutzgott Ghidorah. Vielleicht ist sogar Tachibanas Yuri-Vision im Inneren Godzillas ein Geschenk der Schutztiere. Yuri ist zu dem Zeitpunkt ja bewusstlos. Vielleicht stellen also die Schutztiere Kontakt her. Sie wissen ja über den Stein, wie viel die beiden einander bedeuten und dass sie Tachibana so aufrichten können. Yuri, ich danke dir. Und schlussendlich fällt auf, dass Tachibana zwar ganz in der Nähe des explodierenden Godzilla ist, aber trotzdem heil durchkommt. Vielleicht haben also auch hier die Schutztiere nochmal eingegriffen. Um Krieg zu überwinden, braucht es laut Kaneko also das Wissen um die Vergangenheit, aber auch Vertrauen in die Errungenschaften der Gegenwart. Entsprechend ist Tachibana selbst überzeugter Pazifist. Er nimmt die Rolle der Selbstverteidigungskräfte voll an. Ich war immer stolz darauf, dass ich nie in einen Kampf verwickelt war. Das ist eine direkte Absage an den alten Imperialismus und die Absichten der Nippon Kaigi. Tradition ist also wichtig, aber das heißt nicht, dass man ewig die gleichen Fehler wiederholen soll. GMK ist aber nicht blauäugig und lässt uns ganz am Ende wissen, dass man Krieg nie für immer loswerden kann. Man muss ihn stets aufs Neue ablehnen. Godzillas Herz bleibt ja übrig. Sollte die Welt also erneut vergessen, kann er jederzeit zurückkommen. Etwas ungewöhnlich ist, dass GMK seinen Subtext fast komplett in den ersten 45 Minuten abhandelt. Sobald der Monsterkampf losgeht, verlagert sich der Fokus immer mehr auf Action und Effekte. Das ist nicht schlecht, weil der Film seine Botschaft gut rüberbringt, aber doch ein Bruch mit dem Original, das seine Aussagen ja über den ganzen Film verteilt hat. GMK ist aber nicht nur tiefsinnig, sondern auch
verdammt gut gemacht. Abgesehen von den paar schon erwähnten Dialogausreißern erzeugt man ein sehr stimmiges und mystisches Setting. Großartig ist dabei der Erzählton. Anders als das Original ist der Film nicht schwer und drückend, sondern vergleichsweise leicht und mitreißend. Kaneko verbindet den alten Tiefsinn mit moderner Blockbuster-Erzählweise. Raus kommt ein manchmal direkt episches Abenteuerfeeling, bei dem man am Ende das Gefühl hat, etwas Großes und Bedeutendes erlebt zu haben. Kaneko schafft es sogar, Humor passend einzufügen. Wenn auch auf böse Weise. Ein junges Mädchen etwa überlebt Godzillas Angriff auf die Insel Magonote und kommt ins Krankenhaus. Nur um dort wieder auf Godzilla zu treffen. Allerdings geht er diesmal vorbei. Puh, Glück gehabt. Oder doch nicht. Erzkonservative Fans müssen sich natürlich stark umgewöhnen. Hier ist Ghidorah nun ein Held und Godzilla hat gar keine Sympathie mehr. Mothras Zwillinge sucht man auch vergebens und wer wegen Baragon vielleicht auf eine Frankenstein-Anspielung hofft, wird auch enttäuscht. Er ist zwar grundsätzlich dasselbe Monster wie in Frankenstein Conquers the World, aber der Film wird ignoriert. GMK gibt allen Monstern neue Rollen. Wer sich darauf aber einlässt, bekommt ein paar richtig tolle Szenen. Wir sehen hier sogar Godzillas Inneres, erleben, wie sein eigener Strahl zu seinem Untergang wird und bekommen Fanservice vom Feinsten. GMK steckt nämlich voller kleiner Anspielungen und Cameos. Beim Meeting der Armee etwa sehen wir Heisei-Effektregisseur Koichi Kawakita als General. Auch Heisei-Veteran Koichi Ueda gibt sich als Bürgermeister die Ehre. Und Takehiro Murata tritt kurz als Pilot auf. Sehr kurz allerdings. Die Title Credits erinnern mit ihren Detailaufnahmen der Monster an den Vorspann von The Three-Headed Monster und auf Magonote sieht man Bilder von der Odo-Insel. Als Godzilla in Hakone auftaucht, blickt er über einen Hügel, fast wie damals 1954. Sogar das Unglück der Daigo Fukuryu Maru wird kurz gezeigt, in Form eines Posters, das einen Film über sie ankündigt. Und selbst der Emmerich-Zilla wird auf die Schippe genommen. So wird anfangs klargemacht, dass das Vieh von 1998 keinesfalls Godzilla war. Ende des vorigen Jahrtausends wurde Amerika von Godzilla-ähnlichen Riesenkreaturen angegriffen. Das war noch Godzilla, habe ich recht? Das haben die Amerikaner gesagt, aber die japanischen Wissenschaftler haben dem nicht zugestimmt. Und dann greift Godzilla auch als erstes einen Fischmarkt an, genau wie Zilla. Fast so, als wollte man sagen, das können wir in Japan auch. Aber viel besser. Kaneko ehrt sogar die übrige Kaiju-Geschichte. Yuri's Sender BS Digital Q ist eine Anspielung auf Eiichi Tsuburayas Kultserie Ultra Q. Und auch die Fans von Kanekos Gamera-Filmen finden kleine Easter Eggs. Der Selbstmörder etwa wird von Yukichiro Hotaru gespielt. Er gab in den Gamera-Filmen den glücklosen Inspektor Osako. Und kurz sieht man auch Aima Eda aus Gamera 3 zusammen mit ihrer Schwester Aki. Sie geben nebenbei noch einen kleinen Tribut an Mothras Priesterinnen. Und falls das jetzt immer noch zu wenig Anspielungen sind, das U-Boot Satsuma bezieht sich auf Heisei Godzilla Kenpachiro Satsuma und sogar Blair Witch wird erwähnt. Der ist nämlich einer von Kanekos Lieblingsfilmen. In Amerika war ein Film über eine Hexenlegende ein großer Hit und das Dorf, in dem er spielte, wurde weltweit berühmt. Bei den Charakteren greift Kaneko sein Prinzip der starken Frauen auf. Chiharu Niiyama gibt die unerschrockene Reporterin Yuri Tachibana. Sie hat eine sehr wichtige Aufgabe, der genaue Bericht über Godzilla. Ich bin hier live vor Ort. Die Marine steuert die U-Boote. Man hat nämlich 1954 verschwiegen, wie genau der erste Godzilla getötet wurde und einfach behauptet, die Armee war es. Unsere herkömmlichen Waffen haben keine Wirkung gezeigt. Also mit anderen Worten, die Armee war zu nichts Nütze. Wenn das rausgekommen wäre, hätte man die Armee in Frage gestellt. Sogar Dr. Serizawas Name ist vergessen. Vor 50 Jahren wurde Godzilla mit toxischen Chemikalien getötet. Er ist mit den Wissenschaftlern, die das Zeug entwickelt hatten, im Meer versunken. Heute weiß niemand mehr, was für Chemikalien das waren. Im Grunde wird damit zwar sein Wunsch erfüllt, dass niemand mehr den Oxygen-Zerstörer benutzt, aber es ist schon bitter, dass man nicht mal seines Opfers gedenkt. Dank Yuri passiert das den modernen Helden nicht. Sie berichtet ständig unter Einsatz ihres Lebens weiter und informiert die Leute über den aktuellen Stand. Sie riskieren ihr Leben.
Sie setzen alle ihre Kräfte ein, unser Land und unsere Zukunft zu verteidigen. Sie klärt auch über die Schutztiere auf und ermöglicht somit erst die Zusammenarbeit mit der Armee. Die heiligen Schutztiere von Yamato scheinen sich Godzilla zu nähern. Ich hoffe, dass unsere Armee diese Monster nicht angreifen wird, denn sie sind nicht unsere Feinde. Damit unterstützt sie auch die Aufgabe von Professor Isayama und leistet einen großen Teil zur Rettung bei. Niyama darf aber nicht nur furchtlos berichten, sie hat auch einige gefühlvolle Szenen mit ihrem Vater, in denen klar wird, welch großen Respekt sie voreinander haben. Als emotionale Kämpferin für die Wahrheit überzeugt Niyama so auf ganzer Linie. Ryudo Ozaki ist als Taizo Tachibana das perfekte Vorbild für den modernen Soldaten. Ein Friedensverteidiger, der nur kämpft, wenn es nicht anders geht. Sie haben also auch so gedacht wie ich? So wie wir denken seit jeher, alle Vaterlandsverteidiger. Geprägt wurde er durch ein Kindheitstrauma. Godzillas Angriff 1954, bei dem auch seine Eltern umkamen. Er hat das Monster und damit den Krieg also hautnah erlebt, worauf sich seine pazifistische Haltung gründet. Und die gibt er stolz an die jungen Soldaten weiter. Viele unserer Vorgänger haben sich selbst geopfert, um Godzilla zu vertreiben. Es gab unzählige Tote. Das war die einzige Kriegshandlung, die unsere Verteidigungsarmee nach dem Zweiten Weltkrieg unter der Friedensverfassung durchgeführt hat. Seitdem konnten wir den Frieden bewahren, worauf wir wirklich sehr stolz sein können. Besonders an Tachibana sind auch seine Ruhe und sein Respekt vor anderen. Selbst als Tochter Yuri besoffen heimkommt, wird er nicht aggressiv. Er ist eher enttäuscht, dass sie sich so gehen lässt. Ich finde das nicht komisch. Du solltest dich schämen. Und er hält dir auch nichts vor. Beim folgenden Frühstück ist er freundlich und offen. Was macht die Arbeit? Geht so. Ist sicher nicht immer einfach in dieser Branche. Genau wie Yuri ist er immer vorne mit dabei und würde nie einen anderen für sich selbst in Gefahr schicken. Jetzt überleg mal. Die gefährlichen Aufgaben sollen Fremde erledigen. Ozaki gibt uns so die bisher sympathischste und menschlichste Militärfigur in einem Godzilla-Film. Masahiro Kobayashi gibt Yuris Freund Takeda. Er unterstützt sie in ihrem Vorhaben und rettet ihr am Ende sogar das Leben, als sie ins Meer stürzen. Durch ihn erfährt sie überhaupt erst von den Schutztieren. Der Legende nach gab es in alter Zeit Schutztiere wie Baragon, Mosra und Ghidorah. Leider hat man die etwas maueren Dialoge ausgerechnet ihm in den Mund gelegt. Wenn man Granit unter Druck stellt, lädt er sich elektrisch auf. Vielleicht kann man sich diese Eigenschaft zunutze machen und aus den Steinen eine Speicherdiskette herstellen. So sehr er sich auch bemüht, in den Szenen wirkt er einfach etwas lächerlich. Hideo Eisei Amamoto nimmt eine Prophetenrolle ein und erinnert dabei etwas an Prinzessin Salno aus The Three-Headed Monster. Er gibt sich aber mystischer und zurückgezogener. Später stellt sich sogar heraus, dass er bei Godzillas allererstem Auftauchen schon ziemlich alt war. Dieser Professor Isayama ist schon vor 50 Jahren, als Godzilla das erste Mal aufgetaucht ist, verschwunden. Da war er schon 75. So wie es aussieht, ist er sogar nur ein Geist. Eventuell eine Seele, die sich nicht hat an Godzilla binden lassen und versucht, die Menschheit auf andere Weise vor dem Krieg zu warnen. Allein könnt ihr ihn nicht töten. Allein gelingt es euch nicht. Das würde passen, weil am Ende auch alle Spuren von ihm verschwinden. Die Tonbandaufnahmen mit dem Interview sind gelöscht. Kaneko war ein großer Fan von Amamoto und entsprechend glücklich, ihn für GMK zu bekommen. Es war dann auch Amamotos letzter Film und trotz relativ kleiner Rolle eine seiner besten Darbietungen. Ebenfalls eine kleine, aber unvergesslich schräge Rolle spielt Shiro Sano als Yuris Boss. Er steht als Chef eines TV-Senders unter großem Druck und lebt den auch sichtbar aus. Meine Lieblingsszene mit ihm ist die hier. Yuri will Bilder von Godzilla übermitteln, aber damit ist nicht jeder einverstanden. Wieder einer ihrer Alleingänge, Fotos einer Amateurin, die können wir nicht senden, sonst hagelt es Beschwerden. Und wer trägt dafür die Verantwortung? Die übernehme ich. Wieso kommt er hier von unten? War er die ganze Zeit da oder hat er sich auf dem Boden kriechend angeschlichen? Überdreht genug wäre er für beides. Streng dich an! Wir brauchen unbedingt einen Knüller! Leider gibt es wieder ein paar überreagierende Komparsen. Das ist in dem Genre zwar irgendwo auch kultig, aber trotzdem etwas störend.
Die Monster wurden nicht nur charakterlich verändert, sondern auch neu und realistischer designt. Besonders merkt man das bei Mothra, die nunmehr nach einem echten Schmetterling aussieht. Ohne natürlich ihr niedliches Gesicht zu verlieren. Das Larvendesign ist im Grunde wie in den früheren Filmen, aber man sieht sie ja auch nur so kurz, dass ein neues Design hier Verschwendung gewesen wäre. Ghidorah ist nun erstmals kleiner als Godzilla und wurde vom Gesicht her an Baran angelegt. Monsterdesigner Fuyuki Shinada war sauer, dass Baran doch nicht auftaucht und hat einfach dessen Elemente in Ghidorah einfließen lassen. Für Baragon hat man das alte Design neu aufgelegt und nur das ehemals leuchtende Horn dunkel geschaltet. Außerdem ist er nun rosa, wie ein junger Maulwurf. Passt ja für ein Wühltier. Er kommt so manchmal richtig putzig rüber, was ihn auch gleich sympathisch macht. Godzilla sieht nun wieder mehr nach den Heisei-Designs aus, vermischt mit Elementen der ersten beiden Anzüge aus den 50ern. So hat er wie der Raids Again Godzilla scharfe Reißzähne und lässt die Ghidorah auch spüren. Dank komplexer Animatronik ist Godzilla lebensecht wie nie. Und das nutzt man nicht nur, um Hass zu zeigen, sondern auch Sadismus. Godzilla reibt sich etwa in fieser Vorfreude die Krallen, kurz bevor er Baragon röstet. Zum bis heute einzigen Mal hat Godzilla zudem komplett weiße Augen, ohne erkennbare Pupillen. Dadurch wirkt er etwas zombiehaft, es zeigt aber auch sehr gut seine Absicht. Er ist sprichwörtlich blind vor Hass auf die Menschen. Ein ganz kleines Detail, als Godzilla zum ersten Mal seinen Strahl hochpowert, stellen sich seine Rückenplatten auf. So macht man auch sie etwas lebhafter. Der Hitzestrahl darf nun wieder klassisch blau sein, ist aber zerstörerisch wie in keinem der bisherigen Filme. Selbst Dinge, die er nicht trifft, werden durch seine Wucht beeinflusst. Unschick ist nur, dass man manchmal ziemlich genau sieht, wo die Öffnung des Anzuges ist. Das ist jetzt kein Weltuntergang, aber man hat sich ansonsten so viel Mühe bei den Monsteranzügen gemacht, dass es einfach heraussticht. Die Monsterfights sind diesmal besonders schön, weil jeder Kampf individuell ist. Baragon ist physisch klar unterlegen, nutzt aber dafür seine Buddelfähigkeit für Überraschungsangriffe. Mothra weicht blitzschnell aus und stößt dann unerwartet mit Stachelregen zu und Ghidorah greift mit roher Kraft an und nutzt später seine neu gewonnenen Fernwaffen. Jeder Fight fühlt sich so neu und einzigartig an. Bei 4 Kaijus in 4 Konfrontationen ist das schon eine Leistung. Auch die Monsterdarsteller bekamen Cameos. Im Hafen kurz nach Godzillas Auftauchen sieht man Rie Ota, die Baragon spielt. Übrigens die erste Frau, die jemals ein Kaiju gespielt hat. Neben ihr ist Akira Ohashi, der Ghidorah gibt. Und Godzilla-Darsteller Mitsuo Yoshida findet man hinter den Zwillingen, wenn Mothra vorbeifliegt. Tsutomu Kitagawa durfte diesmal nicht Godzilla spielen, weil er zu klein ist. Kaneko wollte, dass Godzilla alle anderen Monster deutlich überragt. Musikalisch sorgt Gamera-Komponist Kō Ohtani für frischen Wind. Er nutzte fast nur Synthesizer und erstellte einen für Godzilla ungewohnten, aber für GMK sehr passenden Soundtrack. Am unspektakulärsten ist sein Baragon-Thema. Es ist nur einmal zu hören und nicht allzu eindringlich. Ohtanis Godzilla-Thema ist wild und aggressiv, wie das Monster selbst. Mothras Thema besteht aus ihrem alten Song und klingt wunderschön märchenhaft. Ghidorah erhielt einen tiefen Männerchor und Glockengeläute. Das unterstreicht seinen mystischen Charakter. Ghidorah! Besonders atmosphärisch ist auch das Thema der Tachibana-Familie. Es treibt stetig voran, bleibt dabei aber warm und gefühlvoll, genau wie Yuri und ihr Vater. Als kleinen Tribut gibt es ganz am Ende noch Musik von Altmeister Ifukube. Find
ziemlich passend. Immerhin nutzt der Film auch seine Godzilla-Deutung. Bei den Special Effects muss ich einen Fehler von mir korrigieren. Ich dachte lange, die Effekte stammen von Shinji Higuchi, dem Effektregisseur der Gamera-Filme. Allerdings hat er nur beratend mitgeholfen. Effektregie führte Makoto Kamiya. Gamera ist aber richtig, Kamiya war Higuchis Regieassi. GMK ist tricktechnisch einer der besten Godzilla-Filme und sogar heute noch eindrucksvoll. Neben großteils fantastischem Compositing, den gewaltigsten Explosionen der Kaiju-Geschichte und fast schon verschwenderisch liebevoll gestalteten Miniaturen stechen vor allem die kreativen Kameraeinstellungen heraus. So sehen wir Godzilla beim ersten Auftritt aus extremer Untersicht, wodurch gleich klar wird, wie unterlegen wir dieser Kreatur sind. Wobei man leider auch sagen muss, dass Godzilla aus manchen Winkeln etwas übergewichtig wirkt. Also, das ist ja wohl eine Frechheit. Der Brando, wenn sich eine Wampe anfrisst, dann gibt's Oscars. Aber wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen voluminös wirke, dann heißt sofort, ich bin fett. Typisch westliche Doppelmoral. Bei jeder Erschütterung bebt zudem die Kamera mit. Das ist nur ein kleines Detail, sorgt aber für mehr Realismus. Das CGI ist das bis dahin Beste der Reihe und sieht vor allem bei Mothra richtig gut aus. Zwischendurch gibt's ein paar Einstellungen, die man nochmal hätte rendern können und Mothra hält einmal ziemlich deutlich ein Greifhaken in der Luft. Aber das ist verschmerzbar, wenn Kamiya in der besten Szene des Films richtig aufdreht. Ghidorahs Wiedergeburt als King Ghidorah. Normalerweise mache ich das nicht. Aber man kann der Szene mit Worten nicht gerecht werden. Schaut es euch einfach an. Das ist Kaiju-Kino in Perfektion. GMKs erster internationaler Auftritt war 2003 auf dem Fantasia International Festival in Kanada. 3 Jahre später kam Kanekos Friedensbotschaft auch zu uns. Ab 13. Juli 2006 gab es GMK in voller Titellänge bei Splendid Film auf DVD. Die Synchro ist gelungen. Macht aber aus der weiblichen Mothra einen Er. Mothra hebt ab! Er fliegt jetzt auf Godzilla zu! Mothras Geschlecht wird zwar auch im Japanischen nie explizit erwähnt, aber sie wird seit ihrem ersten Film als weibliches Monster aufgefasst. Ein unschöner Bruch mit der Kaiju-Tradition. Bei den Sprechern gibt es ein Wiederhören mit einem Heisei-Veteranen. Wolf General Asu Fras gibt hier sowohl Professor Isayama als auch General Mikumo. Gerade als Professor Isayama besticht er mit seiner rauchigen, geheimnisvollen Tonart. Der tausendjährige Drachenkönig muss geweckt werden, aber das ist riskant. Und als Mikumo ist er passend energisch. Was geschieht hier eigentlich? Eine Horrornachricht jagt die nächste. Ich hab's übrigens erst beim 4. Mal ansehen gemerkt, dass Fraß 2 Rollen hat. Ich find's super, wie er hier seine Stimme variiert. Erik Scheffler gibt General Tachibana. Seine Stimme ist etwas höher als das japanische Original, aber er bringt die gleiche Ruhe und Besonnenheit. Konnte unsere Armee Godzilla vor 50 Jahren verjagen? Ich habe stets meine Zweifel gehabt. Dennoch habe ich die jungen Soldaten gelehrt, stolz zu sein. Jury-Sprecherin ist Eva Michaelis und lustigerweise klingt sie tiefer als das Original. Also das genaue Gegenteil von ihrem Filmvater. Sie fängt aber perfekt Juris Entschlossenheit ein und ist vor allem in den Szenen mit Vater Tachibana sehr emotional. Ich werde hier bleiben. Das ist meine Aufgabe. Leonhard Malig hat wieder eine Rolle, diesmal als Regieassi von Juris Sendungen. Geht's um eine Prophezeiung? Ah, der Fuji-Urwald ist der nächste Ort, an dem jemand sterben soll. Er hat zwar weit mehr zu tun als noch bei Megagiras, es ist aber doch eher ein Cameo für Fans seiner Stimme. GMK hat 2001 frischen Wind in die Godzilla-Reihe gebracht und fühlt sich noch heute innovativ und neu an. Konservative Fans müssen sich wie gesagt erst eingewöhnen und über ein paar Punkte kann man streiten, aber wer sich auf den Film einlässt, wird mit einem der besten und tiefsinnigsten Kaiju-Filme belohnt. Ich empfehle den Film sogar allen Kaiju-Neulingen. Er fängt auf fast perfekte Art das Faszinierendste an dem Genre ein. 5 Punkte.
GMKs Veröffentlichung war nicht ganz unproblematisch. Produzent Shogo Tomiyama verkündete zwar im Vorfeld, GMK sei der beste Godzilla-Film aller Zeiten, war dann aber doch etwas skeptisch. Der Film richtet sich mit seiner Botschaft und seiner heftigen Action eindeutig an Erwachsene. Tomiyama hatte Angst, dass Kinder den Film meiden würden, was blöd wäre, weil die ja Hauptabnehmer vom Merchandise sind. Daher koppelte er GMK mit einem anderen Release. Hamtaro – Adventures in Ham-Ham-Land. Der König der Monster wurde damit zum Anhängsel eines Anime-Hamsters. Für Fans ist das schwer vorstellbar, aber es hat wohl geholfen. 2,4 Millionen Zuschauer sahen Kanekos Meisterwerk und die meisten waren begeistert. Der Film erhielt sogar den japanischen Best Grossing Film Award in der Silber-Kategorie und wurde zum erfolgreichsten Release der Millennium-Reihe. Sogar im Ausland war man angetan. Quentin Tarantino nutzte einige Miniaturen des Films in Kill Bill Volume 1 als Tribut. Die Toho-Chefetage war so zufrieden, dass man sogar die Pläne für Godzilla änderte. Eigentlich wollte man die Reihe mit GMK beenden, aber weil die Kasse stimmte, bekam Tomiyama seinen Willen und durfte bis zu Godzillas 50. Geburtstag 2004 weitermachen. Und für den nächsten Film holte er gleich zwei bekannte Gesichter wieder. Aber das schauen wir uns ein anderes Mal an. Das war Marcus on Movies, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann noch einmal mit einem Godzilla-Neustart.